Servus, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Farmvlog. Ja, heute ist ein bisschen windiger hier. Wir befinden uns im Weinberg wieder. Heute zum Rebschnitt. Den werde ich euch aber nicht genau erklären. Das habe ich schon mal gemacht. Dafür könnt ihr einfach mal auf dem Video vorbeischauen. Link ist hier oben, wenn ihr auf diese Infokarte drückt. Oder eben hier unten in der Videobeschreibung. Da werde ich euch das auch nochmal verlinken, wen das genau interessiert. Ja, ansonsten nehme ich euch einfach mal ein bisschen mit, ein paar Aufnahmen zu zeigen. Die Sonne scheint, es geht von den Temperaturen, ist nicht so schlimm. Der Wind ist halt das, ja, dreckige. Ja, in letzter Zeit haben wir viel Regen gehabt, viel nasskaltes Wetter. Deswegen ist auch nicht so geil, als Milch draußen was zu arbeiten. Gerade heute ist ausnahmsweise mal wieder etwas sonniger, ein bisschen angenehmer von den Temperaturen. Das einzige verstört ist eben der Wind, aber das kriegt man geregelt. Ich werde jetzt einfach mal loslegen und mache ich hier irgendwo mal hin und dann legen wir einfach los.
So, ich bin jetzt fertig mit einer Reihe. So sieht das dann aus. Ja, das ist schön geschnitten. Einmal das Rebgut oder die abgeschnittenen Reben, die liegen dann eben auf eine Seite. Und dann hat man eben auf der einen Seite entweder noch was zum Laufen oder halt bei uns ist es jetzt so, da ist er aufgefräst und da ist ja der Senf drin. Genau, ist eine ganz schöne matsche Pampe hier, weil es hat natürlich auch ein paar Tage vorher, oder beziehungsweise gestern hat es gestern hat es glaube ich auch morgens geregnet. Ja, ist halt so. Ja, ansonsten können wir hier mal durchlaufen. So sieht das halt dann aus, wenn noch nicht geschnitten ist. Jetzt habe ich natürlich genau die Reihe ausgesucht, wo aufgefräst ist. Jetzt ist natürlich noch mehr rumgematsche. Na scheiße, zum Laufen. Ne? Naja, aber wie man sehen kann hier, der Senf, der kommt jetzt auch langsam. Kommt jetzt nochmal richtig an den Start. Da geht es jetzt auch vorwärts. Ja, wird alles langsam. Langsam und gediegen. So, ich gehe jetzt aber nach Hause, weil es ist mega kalt. Oh ja, hier kommt der Senf richtig schön. Cool. Es ist mega kalt. Mir läuft die Nase. Ich habe vergessen, Tempos mitzunehmen. Schlechte Idee. Ja. Und es wird auch langsam schon wieder dunkel in den Wintermonaten. Ist natürlich nicht so hell. Das ist ja klar. Aber ja. Wie gesagt, momentan ein bisschen kürzere Videos und weniger zu sehen. Weil eben teilweise für große draußen Action ist. Das Wetter meistens immer scheiße. Und für drin, da bräuchte ich einen Helfer und die immer zusammenzukriegen, ist auch immer so eine Sache. Ja. Dann hoffe ich, euch hat das Video auf jeden Fall trotzdem gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr ja Bescheid. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf das Video, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts, wenn ein neues Video da ist. Oder wenn ihr ein Video gesehen habt, was euch interessiert hat und ihr gerne wissen würdet, wie es weitergeht, dann abonniert den Kanal, dann verpasst ihr das nicht. Schreibt mir auch gerne ein nettes Kommentar. Und dann trudel ich jetzt mal nach Hause. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal Video. Da gibt es vielleicht ein bisschen was anderes, ein bisschen mehr mal wieder. Mal schauen, je nachdem wie die Wetterlage sich entwickelt, das ist halt immer so eine Sache der Landwirtschaft. Und ich bin gerade am gucken noch wegen dem Laubschneider. Ich habe da ein gutes, ja, kann man sagen, Angebot gefunden. Da ist einer drin auf eBay Kleinanzeigen. Der hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Den werde ich mir eventuell auch nächste Woche irgendwann mal angucken gehen. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich da was. Ihr werdet es ja dann auf jeden Fall mitkriegen. Genau. Achso, ich habe immer noch die Dinger hier auf. Die habe ich eigentlich immer. Die sind so. Ja. Gehörschutz, jetzt habe ich den Namen. Das sind so. Ist so ein Gehörschutz mit Bluetooth. Kannst du deine Handy verbinden, die sind eigentlich richtig geil. Die kosten zwar ein paar Euro, ich glaube 136 Euro kosten die Dinger, aber die sind mega. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr wollt, WorkTuners, die kann ich euch vielleicht auch mal in die Infobox unten in die Videobeschreibung reinpacken, wenn da jemand Interesse hat an so ein paar coolen Dingern. Wie gesagt, geht halt nicht kein Radio mit denen. Du kannst zwar Radio hören, aber dann müsst ihr halt Radio übers Handy laufen lassen. Geht theoretisch auch. Die sind halt nur eben Bluetooth. Ne? Nicht mit Radiofunktion. Genau. Aber es geht theoretisch trotzdem, wenn man es übers Handy hört. Ja, ansonsten, so sieht es im Moment dann aus. Ja, ein bisschen günstig da hinten die Sonne. Der Wind pfeift natürlich. Ja. Ansonsten, bevor ich hier noch in den Redeschwall komme, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
und Let's go.